Hallo zusammen. Heute Grill gegen Toaster getauscht und dieses Menü gezaubert. Zeit, den Toaster anzuschmeißen. Wer diesem Kanal schon länger folgt, weiß ich, dass ich für die ein oder andere durchgeknallte Idee gut bin. Für das heutige Video benötigen wir Toasterbags. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine bezahlte Produktplatzierung handelt. Vielmehr habe ich mich aus freien Stücken dazu entschieden, diese Teile einmal auszuprobieren. Ich habe das irgendwo in einer Werbeanzeige gesehen. Ich fand es so witzig. Ich habe gedacht, ich mache ein Video damit. Neben den Toasterbags benötigt man natürlich einen Toaster und eine fixe Idee, was denn eigentlich in den Toasterbags gezaubert werden soll. Ich habe mich zunächst für eine Gemüsebeilage entschieden und habe gedacht, wir machen einfach mal ein Ratatouille im Toaster. Ich schneide also Zucchini, Aubergine und Tomate in mehr oder weniger gleich dicke Scheiben, nehme so einen Stapel davon und packe den in einen dieser Beutel. Beim Toaster habe ich das Glück, dass wir aufgrund der Anzahl von Personen zu Hause, wir sind ja zu siebt, so einen Toaster habe für 4 Toasts gleichzeitig. Das heißt, es ist auch genug Platz für diese Beutel. Zum Ratatouille gibt es dann Kroketten. In dem Fall habe ich diese auftauen lassen. Ich glaube, im gefrorenen Zustand würde das im Toaster sehr lange dauern. In so einen Beutel gehen zwischen 4 und 5 von den Kroketten, je nach Größe. Grundsätzlich sind die Toasterbags eigentlich eher für so Sandwiches gedacht. Also Grilled Cheese, wie die Amerikaner das kennen. Ich persönlich finde das ja immer sehr witzig, wenn man so etwas nimmt und etwas weiterdenkt. In der Regel haben Toaster ja verschiedene Stufen, wo man die Bräune von seinem Toast mit beeinflussen kann. Wir haben jetzt hier so eine mittlere Stufe gewählt. Manche Sachen muss man zweimal toasten, manche nur einmal. Kommen wir nun zu dem Moment, wo wir mal das machen, wofür die Toasterbags eigentlich geeignet sind, und zwar für Grilled Cheese Sandwiches. In dem Fall hier Jalapeno Cheese Sandwich. Wir nehmen 2 Toasts, 2 Scheiben Gruyère, 4 eingelegte Scheiben Jalapeno und packen das Ganze in den Toasterbag. Dann kann man natürlich auch hervorragend Tomate, Mozzarella miteinander kombinieren. Mache ich auch immer sehr gerne. Also Tomatenscheibe, Mozzarella, 2. Toast. In dem Fall macht es Sinn, das ein bisschen anzudrücken, denn so passen diese auch in den Beutel und dann ganz normal auch wieder toasten. Manchmal braucht man etwas Kraft und muss die Toast noch etwas zusammendrücken, aber grundsätzlich passt das Ganze in den Toaster. Die Kroketten haben von der Dicke eigentlich auch hervorragend funktioniert. Diese Beutel sind mehrfach verwendbar, können in der Spülmaschine gereinigt werden und ich denke, die sind für alle Leute geeignet, die keinen Bock haben auf so einen Kontaktgrill oder noch keinen Kontaktgrill haben. Aber mal ganz ehrlich, wenn man einen Kontaktgrill hat, sowas wie zum Beispiel den Tefal Opti Grill oder ein ähnliches Konkurrenzprodukt, dann braucht man ja eigentlich auch sowas nicht. Ja, und das Ganze mache ich jetzt immer weiter. Ich kombiniere das mit Wurst, Käse, Schinkenkäse, Salamikäse und benutze die Beutel auch immer weiter. Am Ende muss ich zugeben, dass ich froh bin, dass ich nicht nur so einen Einzeltoaster habe, weil so kriegt man wenigstens auch innerhalb von kürzester Zeit eine, ich nenne es mal, signifikante Menge an Sachen getoastet. Selbst Ei in diesen Toasterbags funktioniert ganz gut. Wir nehmen jetzt mal 2 Eier, hauen die in so einen Toasterbag rein und toasten die Eier. Getoastete Eier. Hatte das schon mal einer? Rührei ist klar, Spiegelei ist klar. Getoastete Eier. Funktioniert auch. Eigentlich ganz witzig, ich habe vor einigen Jahren auch mal auf meinem Zweitkanal Markus in Gefahr ein Steak im Toaster zubereitet. Also grundsätzlich ist man in der Lage, mit und ohne Toasterbags ein komplettes Menü auf dem Toaster zuzubereiten. Das Ei ist übrigens so eine Sache, das braucht 2 Runden bei der Einstellung meines Toasters. Aber ich denke, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, das mal auszuprobieren, kann man sich da sicherlich rantasten. So, und dann wollen wir mal das komplette Toastermenü auf eine Platte anrichten. Wir haben hier 2 große Lagen Kroketten. Wir haben Ratatouille. Haben wir auch 2 Varianten gemacht. Zwischendurch beträufeln wir das Ganze mit etwas Olivenöl, würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und schon schmeckt das sogar noch was. Unser Ei und natürlich Sandwiches. Schinkenkäse, Salamikäse, Jalapeno, habt ihr alles gesehen. Natürlich werde ich das Ganze jetzt mal wie immer probieren. Also ich bin auf jeden Fall immer für solche Späße zu haben. Wenn ihr in eurem Büro einen Toaster habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit mal bei einem Spätdienst oder bei einem Nachtdienst ganz groß rauszukommen bei euren Kollegen, indem ihr mal sowas vom Toaster zaubert. Ansonsten wird es natürlich in Zukunft eher wieder Grillvideos geben. Aber so ein Stündchen im Garten mit diesem Thema hat schon auch ein bisschen Spaß gemacht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Ich werde die ganzen Sachen natürlich jetzt auch alle probieren, ist klar, wie immer. Falls ihr noch Ideen habt, was sonst noch in den Toasterbags zubereitet werden kann, worauf ich jetzt nicht selber gekommen bin, bin ich auf jeden Fall dankbar. Lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.